Willkommen zu unserer aktuellen Wochenschau rund um den Smokers kleiner Newsletter der Kalenderwoche 45. Schön, dass Sie wieder dabei sind und schön, dass Sie reinschauen. Dann folgen Sie mir doch bitte mal in die Smokers Planet Ausgabe und lassen Sie uns gemeinsam entdecken, was wir entdeckt haben. Wie sagte schon Albert Einstein, das Schönste, was wir erleben können, ist das Entdecken. Das hat etwas Geheimnisvolles. Geheimnisvoll ist auch immer ein neues Jahr und dem nähern wir uns ja in großen Schritten. Und David of Zickers grüßt bereits Anfang November zur Feier des chinesischen Neujahrs mit der Year of the Rabbit Limited Edition das Jahr 2023. Den Beitrag dazu entdecken Sie jetzt anschließend unter unserem Intro-Artikel. Bitte steigen Sie ein. Unter Intro, David of Zickers, eine umfangreiche Limited Edition mit aufregenden Blends und mit wunderschönen Accessoires startet zum Jahr des Hasen. Und der Rauchbar, da haben wir eine Neuheit, eine Seltenheit aus dem Hause La Galera. Wir blicken bei Bosna Bardon zum edelsten Produkt des Hauses. Wir haben eine Einleitung zum Café mit Victor Calvo. Wir haben einen Tapak aus Miltenberg, schon wieder mal. Das ist ein Birnenbrand, wärmstens zu empfehlen. OCB startet mit einer neuen Serie Aktiv-Kohlefilter. Und dann haben wir noch einen Beitrag zum Thema tabakfreie Nikotinbeutel. Mitmachen und gewinnen. Da sind wir diesmal bei der Brennerei Hedrich. Absolut reinschauen und sich den Preis der Woche holen. Unter Schon entdeckt laden wir ein zum Habanos Festival, denn dieses meldet sich zurück. Nach zweijähriger Abstinenz geht es wieder nach Kuba. Unter Trinkbar, das ist ein richtig gemischtes Programm diesmal. Liköre, der Kandel, Kalender, Bücher, ausgezeichnete Produkte und ja, Gin. Ein Gin hat es auch noch dabei und ein Champagner der Extraklasse dürfen wir auch in dieser Rubrik noch anbieten. Dann sind wir im Bereich von Top of the Week. Da haben wir die Toscano El Moro 2022 und dieses vierte Produkt im Bereich der Sinne, der Elemente. Da dürfen wir auf dieses Produkt hinweisen. Das ist ja eine außergewöhnliche Zigarrenserie. Und bitte schauen Sie rein, bitte lesen Sie nach. Da sind Sie auf einem guten Weg. Ein wunderschöner Hingucker der Woche. Und da haben wir Habanos Trace. Habanos Trace ist ein Zigarrenzubehör und das ist ein Zigarrenmesser. Und das ist eine französische Marke, die in den letzten Wochen und Monaten richtig von sich reden gemacht hat, viele Erfolge gefeiert hat. Und die wollen die jetzt gemeinsam mit Ihnen, liebe Freunde des Zigarrenklosters, ausleben. Besuchbar, da haben wir eine kubanische Nacht. Da sind wir unterwegs in Kloppenburg. Und ja, dann haben wir auch noch eine Empfehlung für ein Event in Frankenthal. Unter Drinks en Mer sind wir bei den kubanischen Momenten mit dem Havanna Club. Der Havanna Club dreht eine neue Kampagne unter dem Slogan Cuban Made. Und dann lest mal die Zigarre der Woche vom Zigarrenmagazin. In unserem Mediasender machen wir es in dieser Woche mal wie ZDF und ARD. Wir bringen Wiederholungen. Aber Wiederholungen, die es wert sind, wiederholt zu werden. Denn auf der anderen Seite kam ein Interview in dieser Woche nicht zustande. Es gibt ja Menschen, die auch mal krank werden. Es gibt Menschen, die vielleicht ein bisschen öfter im Auto unterwegs sind. Hat alles nicht so gepasst. Aber wir bringen noch einmal Help Kuba und wir sagen auch noch einmal, schaut rein in die wunderschöne Geschichte, die Longfellow Zigarrengeschichte, die wir in dem zweiten Video anbieten. Wilhelm und Richard Diehl, das ist ein Unternehmen, ein Klassiker. Und die Diehl-Welt versucht in neuen Bereichen, in neuen Medien, das alles zu ergänzen, was seit vielen, vielen Jahren in München im Fachgeschäft passiert. Bei uns passiert noch vieles natürlich unter
brauchbar, brauchbar, trinkbar, lesbar und besuchbar. Das waren dann die Smokerstandard News im Newsletter der Kalenderwoche von Pfund 14. Nun ist ja der Endspurt 2022 um die Gunst der Verbraucher angesagt. Verbände und Statistiker glauben, aber Glauben ist ja das Wissen vom Nichtwissen, dass das ein ganz schmaler Pfad in diesem Jahr wieder wird. Also die Verkaufszahlen sich nicht richtig so entwickeln, wie sich die Verbände bzw. die Industrie vorstellt. Mag sein. Doch dagegen spricht, dass sich im Luxusbereich, und da gibt es auch Statistiken dazu, stets Weiterentwicklungen zeigen. Das heißt, für gute Produkte, für edle Produkte wird weiterhin gutes Geld ausgegeben. Und edle Produkte, da sind wir ja in unserer Welt. Da sind wir bei Produkten, bei denen man auch darauf achten muss, dass sie zu teuer sind. Und geizesgeil ist da auch nicht angesagt. Aber in der Tat, was kann ich hier tun? Werte Freunde, informieren Sie sich bei Ihrem, nicht dem Apotheker und auch nicht dem Arzt, aber bei Ihrem Fachhändler vor Ort. Denn der ist stets auf dem besten Wissensstand rund um die neuen und auch die kultigen Produkte, die es unserer Branche gibt. Sei es bei Zigarren und Zigarillos oder den anderen Tabakwaren oder Pfeifen, Feuerzeugen und anderen Accessoires oder der Getränkeauswahl, die genau passend auch vom Fachhändler empfohlen werden kann. Ja, vielleicht nehmen Sie diesen Tipp mit in die nächste Woche und da sehen wir uns wieder. In der kommenden Woche wieder auf diesem Kanal gibt es allerdings nicht nur neue Informationen, sondern Infos am laufenden Band. Hier, Klaus-Peter Will. Aber vergessen darf ich hier eins nicht. In diesem Sinne und in aller Freundschaft wünsche ich natürlich Fröhlichkeit, Gesundheit und lebendes Leben. Und ja, was ich immer so gerne noch zum Schluss vorbringe, freuen Sie dem Genuss. Ihr Klaus-Peter Will.